Hauptbeweggrund war, dass ich meinen Körper entgiften wollte und man einfach ein anderes Verhältnis zum Essen nach dem Fasten kriegt. Wie gehe ich mental an die Sache ran? Der Darm muss komplett leer sein. Wenn man ein Hungergefühl hat, dann läuft da eigentlich irgendwas falsch. Und dann bin ich nach dem Fasten auch einfach viel energiegeladener. Ich bin viel fitter. Dafür lohnt sich das allein schon. Wirklich. Das ist ein Gefühl. Wow. Oh, das war der Hammer, kann ich euch sagen. Man riecht auch ganz intensiv. Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es ums Fasten gehen. Ich habe jetzt gerade eine Woche gefastet und ihr hattet mich da super oft nachgefragt, ob ich damit drüber sprechen kann, ob ich mal sagen kann, wie das so abläuft. Und das machen wir heute. Ja, ich muss jetzt mal einen Schluck trinken, jetzt ist schon wieder alles trocken. So, zuallererst gibt es von mir eine kleine Triggerwarnung. Falls euch das Thema Essen, Ernährung gerade vielleicht schwerfällt, falls ihr da mental struggelt oder Probleme habt, dann schaut euch das Video vielleicht nicht an. Es wird hier natürlich sehr viel um Essen gehen, um Ernährung, um körperliche Veränderungen und ähnliches. Ja, genau. Also falls ihr da irgendwie von betroffen seid, dann schaut euch das Video vielleicht nicht an. Und was auch nochmal wichtig zu sagen ist, Fasten sollte man nicht machen, wenn man vielleicht an der unteren Körpergewichtsgrenze momentan steht, weil man durch das Fasten einfach doch relativ viel Gewicht verliert und das kann dann ja schnell ungesund werden. Genau, also das einmal vorweg und jetzt fangen wir an. Ich habe mir hier einmal aufgeschrieben, wie ich das so durchgehen möchte, damit ich auch nichts vergesse und ich alles abhandle, was euch irgendwie interessiert. Und ich habe mir gedacht, so, ich werde erstmal ein bisschen allgemein über das Fasten reden, was Fasten bedeutet, warum man das macht, wie man sich vorbereitet. Dann geht es um die Fastenwoche, wie die abläuft, wie so ein typischer Tagesablauf beim Fasten ist. Und dann nochmal auf die Säfte eingehen, zum Hungergefühl werde ich kommen, die Energie beim Fasten, Sport beim Fasten, Konzentration beim Fasten. Dann geht es um die Aufbautage, dann werde ich ein Fazit ziehen, einmal auch sagen, wie es mir nach dem Fasten ergangen ist, was ich jetzt immer noch merke, die Kosten, ob es mir schwer gefallen ist, dann kommen Tipps und Infos. So, wir haben ordentlich was zu tun und jetzt starten wir auch mal direkt. Was bedeutet eigentlich Fasten? Also Fasten bedeutet, dass man aufs Essen verzichtet. Man nimmt nur Flüssiges zu sich. Was man trinken darf, sind Tees, Säfte, verdünnte Säfte, da komme ich später nochmal zu, und Brühe. Genau, das ist alles, was man im Fasten zu sich nehmen darf. Da ist nichts mit Essen. Genau, das ist erstmal Fasten. Und warum fastet man? Also, mein Hauptbeweggrund war, dass ich meinen Körper entgiften wollte. Durch das Fasten geht einem alles schlechter aus dem Körper. Man entgiftet das total spannend über die Zunge, über die Haut, auf total vielen Wegen. Und das wollte ich gerne einmal machen. Dann wird der Darm einmal komplett entlastet. Der ist eigentlich ja durchgängig mit der Verdauung beschäftigt. Und das merkt man auch, dass man dann mal so ein bisschen anders zur Ruhe kommt. Genau, das wollte ich gerne machen. Und das Fasten stellt natürlich auch einen super Neustart für die Ernährung dar. Man kann nochmal von Null beginnen, kann irgendwie alte Fehler ausbessern, kann sich nochmal voll darauf fokussieren. Und was ich auch sehr spannend finde, dass die Geschmacksnerven so sensibilisiert sind und man einfach ein anderes Verhältnis zum Essen nach dem Fasten kriegt. Aber dazu dann nochmal mehr bei meinem Fazit. Und warum man natürlich auch fasten könnte, ist, um Gewicht zu verlieren. Man verliert ordentlich Gewicht beim Fasten, das ist klar, wobei man aber sagen muss, das sollte eigentlich nicht das Ziel des Fastens sein. Und nach dem Fasten nimmt man auch erstmal wieder zu, weil man eben auch ganz viel Wasser verliert. Genau, also so viel erstmal dazu. Wie bereitet man sich darauf vor? Genau, das ist einmal ganz wichtig. Vor dem Fasten, oder das gehört auch schon zur Fastenwoche, gibt es einen Entlastungstag. Da muss man darauf achten, dass man leichte Kost zu sich nimmt und seinen Körper eben schon mal auf den Nahrungsverzicht vorbereitet. Da kann man einen Rohkosttag machen, dass man ja, eben nur Gemüse isst. Man kann auch ein bisschen Obst essen. Man kann auch so einen Haferflockentag machen, also dass man eben einfach schaut, dass man nicht viel isst, leicht verdauliche Sachen, dass man den Körper vorbereitet. Das ist vorm Fasten ganz wichtig und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man sich mental darauf vorbereitet, dass man sich darauf einstellt, okay, ich werde jetzt eine Woche nichts essen, wie gehe ich mental an die Sache ran? Und ich höre das von ganz vielen so, oh, das würde ich niemals schaffen, das packe ich nicht. Ja, also mit der Einstellung, das funktioniert dann auch nicht, wenn man sagt so, oh, wenn ich an Essen vorbeigehe, dann muss ich zugreifen oder so.
Nee, eben nicht. Also mental voll da sein, sich mental komplett drauf einstellen. Ja, und sich einfach sagen, ich schaffe das, ich packe das, ich werde jetzt eine Woche nichts essen. Genau, das ist, glaube ich, so für die Vorbereitung ganz wichtig. Dann auch die mögliche Ablenkung durchs Essen aus dem Weg räumen. Also wenn man, keine Ahnung, im Zimmer ziemlich viel Essen oder Snacks oder so stehen hat, die würde ich einfach mal wegpacken. Da muss man jetzt ja nicht täglich dran vorbeigehen. Genau, das ist, glaube ich, so als Vorbereitung ganz gut. Und jetzt kommen wir zu der Fastenwoche und wie die aufgebaut ist. Also der Entlastungstag gehört schon mal zur Fastenwoche. Das ist quasi der erste Tag und dann geht es mit dem Fasten los, wo man dann nichts mehr isst. Da ist es ganz wichtig, dass man erstmal beginnt, seinen Darm zu entleeren. Der Darm muss komplett leer sein. Da kann man verschiedene Hilfsmittel nehmen. Ich habe das dieses Mal mit so einer Lösung aus dem Reformhaus gemacht. Die wurde mir von der Verkäuferin da empfohlen und sie meinte, genau, dass man damit den Darm gut entleeren kann. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe das schon mal mit einer fermentierten Pflaume gemacht. Das funktioniert auch sehr gut. Man muss sagen, die sind wirklich, wirklich teuer. Also ich glaube, pro Pflaume sind das so 2 Euro. Und die gibt es halt irgendwie nur so in großen Packungen und man braucht ja eigentlich nur eine. Deswegen habe ich dieses Mal halt diese Lösung genommen. Ansonsten sind fermentierte Pflaumen wirklich eine super Alternative, weil die eben, das ist ein eben natürliches Produkt. Man kann aber auch Glaubersalz nehmen, das funktioniert auch gut zum Abführen. Allerdings ist es da, ne, so ein bisschen chemischer, es ist jetzt nicht alles so natürlich und ich glaube, davon wird eher abgeraten, weil das nicht so gut für den Darm sein soll. Genau, also abführen, ganz, ganz wichtig. Und dann beginnt das, wie ein typischer Fastentag aussieht. Also, laut dem Fastenplan, ich empfehle euch später nochmal das Buch, wo das drin steht, beginnt man morgens mit einem Tee. Dann gibt es mittags einen Saft oder eine Brühe und abends auch nochmal einen Saft oder eine Brühe. Ich habe das so gemacht, dass ich 3 Säfte am Tag getrunken habe und zwischendurch halt immer noch Tee und Wasser. Ja, Tee sowieso kann man immer trinken. Wasser ist auch ganz wichtig, dass man da super, super viel trinkt, weil man normalerweise auch durch die Nahrung eben Wasser zu sich nimmt. Und ja, das bleibt eben aus, deswegen muss man umso mehr trinken. Das ist ganz wichtig, man kann das in dem überprüfen, dass der Urin wirklich hell ist. Genau. Also trinken ganz wichtig. Und ich habe wie gesagt 3 Säfte getrunken. Ich denke mal, das ist auch in Ordnung. Also hört da vielleicht ein bisschen auf euch, weil ich muss sagen, mir haben die Säfte wirklich viel Energie gegeben. Und wenn ich mal dachte, so pff, jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen schlapp, da war es nach dem Saft eigentlich wirklich immer besser. Und da habe ich mich dann wieder fit gefühlt. Und genau, ist auch mal ganz nett, was zu schmecken, will ich ja ehrlich sein. Genau, dann, also nach dem Entlastungstag kommen 5 Fastentage. 5 Tage, wo man nichts isst, da sieht der Tagesablauf eigentlich auch gleich aus. Dass man, genau, wie gesagt, 3-mal am Tag was zu sich nimmt oder eben nur 2-mal. Und dann kommen die 2 Aufbautage. Genau, da kommen wir später zu. So, jetzt kommen wir zu den Säften. Welche Säfte sollte man zu sich nehmen? Am besten ist das, wenn man tatsächlich Gemüsesäfte zu sich nimmt, weil die für den Magen und Darm leichter verträglich sind. Ich habe allerdings meistens, also ich habe angefangen mit Gemüsesäften, bin dann aber fast komplett auf Obstsäfte umgeswitcht, weil die einfach besser schmecken. Ich muss sagen, ich bin damit auch gut klargekommen, also ich habe jetzt irgendwie nichts gemerkt. Wahrscheinlich wäre es mit Gemüsesäften, weiß ich nicht, vielleicht wäre es noch besser gewesen, aber ja, das soll ja irgendwo dann auch schmecken und ich habe das dann hauptsächlich mit Obstsäften gemacht und genau, 3-mal am Tag habe ich den getrunken. Und wie viel? Also, ich hatte immer ein Mischverhältnis von 80 zu 20. Ich habe immer ein Glas getrunken und den Saft dann eben ordentlich verdünnt. Was aber auch überhaupt gar nicht schlimm ist, weil man ja eh so intensiv schmeckt, dass auch dieser verdünnte Saft schon super intensiv ist und ein tolles Geschmackserlebnis einfach ist. Genau, also, so viel zu den Säften. Dann zum Hungergefühl. Wie ist es mit dem Hungergefühl und ist eins da? Für das Hungergefühl ist es nämlich ganz wichtig, dass man den Darm einmal komplett entleert. Wenn nichts mehr im Darm drin ist, dann entsteht auch kein wirkliches Hungergefühl. Das Einzige, was man verspürt, ist vielleicht Appetit, wo man sich denkt, oh, jetzt ein Stück Brot oder jetzt einfach mal wieder was essen oder so. Aber ich muss sagen, ich hatte während der ganzen Zeit kein einziges Mal Hunger. Genau. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass man das eben einmal macht. Denn eigentlich soll man auch keinen Hunger haben. Also wenn man ein Hungergefühl hat, dann läuft da eigentlich irgendwas falsch. Also genau, das ist ja eigentlich auch das Schöne am Fasten. So, jetzt kommen wir zur Energie beim Fasten. Ich muss sagen, die ersten Tage ist natürlich klar, die sind einfach am schwersten. Also der erste, zweite Tag, da hat man einfach schon nicht so viel Energie. Und das ist auch ganz klar. Das ist einfach so. Man soll sich aber auch wirklich die Ruhe gönnen,
sich öfter hinlegen. Der Körper entgiftet besser im Liegen. Also ist auch ganz wichtig, dass man sich mittags mal hinlegt, sich ausruht und den Körper eben nicht zu sehr beansprucht. Man soll sich ein bisschen bewegen, also am Anfang so kleine Spaziergänge, aber dann kann man auch immer mehr spazieren gehen und sich auch wirklich richtig bewegen. Und einfach schauen, was gut für einen ist, wie das Energielevel ist, ob man jetzt nochmal einen Saft braucht, ob man sich vielleicht hinlegen muss. Genau. Also wenn man die ersten beiden Tage geschafft hat, dann wird es besser. Dann wird es echt gut. Bei mir war das der dritte Tag, der war auch noch nicht so energiegeladen, aber der vierte war dafür richtig gut. Da hatte ich total viel Energie, ich habe viel geschafft. Wobei ich auch sagen muss, je weniger ich am Tag gemacht habe, desto schlapper war ich. Und wenn ich mehr zu tun hatte und mich mehr ablenken konnte, dann ging es mir auch irgendwie viel besser. Ich war energiegeladener und habe auch einfach mehr geschafft. Also ja, vielleicht muss man sich einfach auch nochmal ein bisschen mehr ablenken. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man das während der Arbeit oder während der Schulzeit macht, dass man da ein bisschen was zu tun hat. Vielleicht würde ich nur gucken, dass ich zum Wochenende hin anfange, dass man den ersten und zweiten Tag nichts zu tun hat, sich wirklich auf sich konzentrieren kann und die Sache einfach ruhig angehen lassen kann. Hast du beim Fasten Sport gemacht? Ja, tatsächlich. Also den ersten und zweiten Tag nicht. Ich glaube, das hätte ich auch nicht geschafft. Aber am dritten Tag habe ich dann langsam mit so einem Dehnungs-Yoga angefangen. Und danach habe ich dann genau jeden Morgen Yoga gemacht. Und ich bin sehr, sehr viel spazieren gegangen. Da soll man auch wirklich darauf achten, dass man sich gut bewegt. Und gerade Spaziergänge sind super. Das ist eine Ablenkung. Man kommt raus an die frische Luft und ja, das ist einfach wirklich schön. Konntest du dich beim Fasten konzentrieren? Ich muss sagen, tatsächlich ja und ziemlich, ziemlich gut. Also ich habe 2 Tage intensiv was für die Uni gemacht und das hat so gut geklappt wie noch nie. Ich glaube, das liegt auch daran, dass der Körper sonst vielleicht auch sehr mit der Verdauung beschäftigt ist und dass das einfach wegbleibt, dass man sich komplett auf das konzentrieren kann, was man machen möchte. Und ja, also ich habe Aufgaben gelöst und es hat echt gut funktioniert. Ich war komplett bei der Sache, war gedanklich nirgendwo anders. Also ja, tatsächlich, ich konnte mich wirklich, wirklich gut konzentrieren. So, und jetzt kommen wir zu den Aufbautagen. Die Aufbautage sind das Wichtigste am Fasten. Es ist ganz wichtig, dass man diese Zeit ruhig angeht, dass man seinem Körper dann nicht zu viel zumutet und eben auch die Möglichkeit sieht, dass das ein Neubeginn ist, dass man jetzt von dort an eine neue Ernährung starten kann, dass man einmal komplett von Null beginnt, der Darm ist beruhigt. Ja, ne? Da kann man einfach nochmal komplett neu starten. Und das ist am Anfang ganz wichtig, leichte Kost zu sich zu nehmen. Also beim Fastenbrechen, das macht man mit einem Apfel, klassischerweise. Ich habe das auch gemacht, dass ich als allererstes einen Apfel gegessen habe. Und das ist super wichtig, ganz langsam zu essen, gut zu kauen. Die Vorgabe sagt so 35 Mal, da ist das Essen dann auch wirklich flüssig. Aber damit man dem Darm schon mal ganz viel Arbeit bei der Verdauung abnimmt, ist es eben wichtig, ganz viel zu kauen. Langsam zu essen, auf sein Hungergefühl zu hören. Am Anfang kann man ganz, ganz wenig essen. Man schafft einfach nicht mehr, weil der Magen ja super verkleinert ist. Das wird auch wieder normal, alles in Ordnung. Aber genau, am Anfang die Sache wirklich ruhig angehen lassen. Und sich auch nach den Mahlzeiten hinlegen. Ich fand es anstrengend. Also das Essen, es war anstrengend, die Verdauung danach ist anstrengend und sich dann einfach mal hinlegen, ausruhen, entspannen, das tut dann wirklich gut. Allgemein ist es wichtig, dass man sich bei den Aufbautagen nochmal ganz viel Ruhe gönnt, weil das für den Körper einfach super anstrengend ist, wieder in den Prozess des Verdauens zu kommen. Und was habe ich an den Aufbautagen gegessen? Also morgens habe ich glaube, 3 Stückchen Apfel, mehr habe ich nicht geschafft. Dann auch wieder weiter ganz, ganz viel trinken. Mittags habe ich eine schöne Gemüsesuppe gekocht. Die habe ich dann gegessen, die habe ich abends auch nochmal gegessen. Am nächsten Tag habe ich, was habe ich denn gefrühstückt? Hä? Das kann ja nicht sein, ich weiß gerade gar nicht, was ich gefrühstückt habe. Ich glaube, ich habe wieder Apfel gefrühstückt. Und Buttermilch. Buttermilch soll man während der Aufbautage auch trinken. Am besten mit Leinsamen, weil das gut für die Verdauung ist, dass das alles noch ein bisschen fördert. Ah genau, und ich habe 2 Trockenpflaumen am ersten Aufbautag eingeweicht, die ich dann morgens gegessen habe. Die sind auch nochmal super gut für die Verdauung, unterstützen das alles ein bisschen, damit das in Gang kommt und auch funktioniert und das eben nicht zu, weiß ich nicht, Verstopfung oder so kommt. Dann habe ich mittags nochmal die Suppe gegessen und ich glaube abends auch nochmal. Ja, gab viel Suppe bei mir, aber war auch wirklich sehr lecker. Also man genießt das sehr. Genau, das zur Fastenwoche, zu dem Aufbau, zu den Aufbautagen. Und jetzt mein Fazit dazu. Also ich muss sagen,
ich faste wirklich super gern. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich gefastet habe. Ich habe letztes Jahr zweimal gefastet und das ist dieses Jahr jetzt logischerweise mein erstes Mal. Ich möchte es aber dieses Jahr auch gerne wieder zweimal machen. Und ich nehme da super viel draus mit. Also zum einen muss ich sagen, dass ich nach dem Fasten eine ganz andere Wertschätzung vom Essen habe. Ich finde oft gerät das Essen einfach so in Vergessenheit. Dann macht man es irgendwann nebenbei und weiß gar nicht mehr zu schätzen, was das mit einem macht, wie gut es ist, wie lecker das ist, wie lecker auch gesundes und nährstoffreiches Essen ist. Also da, das genieße ich momentan sehr, dass ich eben wieder essen kann, dass ich wieder kauen kann. Der Prozess des Essens ist einfach super spannend und das ist was, was mir vorher oder was im Alltag einfach, finde ich, oft verschwindet. Und dadurch wird man nochmal wieder gebased, man kommt zurück und nimmt es auf eine ganz neue Art und Weise wahr. Dann fällt es mir nun viel leichter, aktiv auf mein Hungergefühl zu hören. Ich nehme das viel präsenter wahr. Ich kann genau sagen, wann ich satt bin, wann ich genug gegessen habe, wann mein Körper genug Nahrung zu sich genommen hat. Und habe dann auch nicht das Bedürfnis, dass ich noch weiter esse, dass ich irgendwie noch ein Dessert habe. Und genau, das ist mir aufgefallen. Und dann bin ich nach dem Fasten auch einfach viel energiegeladener. Ich bin viel fitter. Ich fühle mich total gut. Ich habe das Gefühl, auch mein Kopf ist ganz klar. Ich kann mich super gut auf Dinge konzentrieren. Ich habe ja ganz, ganz viel Energie und neue Kraft aus dem Fasten mitgenommen. Und das ist super schön. Was auch super interessant ist, eine Erkenntnis, die man durchs Fasten gewinnt, ist, man muss nicht ständig essen. Also ich finde oft, ist es so, wenn man jetzt so 3-4 Stunden nichts gegessen hat oder keine Ahnung, 4-5, dann ist es so, pff, jetzt muss ich aber unbedingt was essen. Ich habe so Hunger, wenn ich jetzt gleich nichts esse, dann sterbe ich. Aber durch das Fasten weiß man halt, okay, ich packe das länger nicht zu essen und ich packe das auch 5 Tage nicht zu essen. Und da nimmt man sich, finde ich, so ein bisschen den Druck und den Stress raus und kann sich in den Phasen zwischen dem Essen viel mehr auf andere Dinge konzentrieren. Ja, das war echt eine schöne Erkenntnis. Dann ist natürlich der Geschmack viel intensiver. Die Geschmacksnerven sind so sensibilisiert. Die ersten Stückchen Apfel nach dem Fasten, oh, ich sage euch Leute, das war der absolute Hammer. Das Gefühl bleibt auch länger. Also man schmeckt das Essen ganz, ganz intensiv. Es schmeckt so gut wie nie zuvor. Das ist wirklich der Hammer. Gerade auch, also ich verzichte jetzt auch auf Industriezucker und dadurch sind die Geschmacksnerven auch nochmal sensibler, dadurch bleibt das auch nochmal länger und ja, das ist einfach der Hammer. Dafür lohnt sich das allein schon, wirklich. Das ist ein Gefühl, wow. Und dadurch, dass man sich eben auch so aufs Essen konzentriert, dass man ganz aktiv ist, man kaut ganz, ganz genau, man darf sich beim Essen auch nicht ablenken lassen. Also ich mache das jetzt wirklich so, wenn ich esse, ich packe alles beiseite, konzentriere mich nur aufs Kauen, schaue mir mein Essen genau an, ja. Wirklich kauschön, lass mich von nichts ablenken und dadurch hat man echt ein ganz anderes Verhältnis zum Essen. Man weiß es wirklich zu schätzen und es bringt viel mehr Spaß. Es schmeckt viel besser und man kann auch besser auf sein Hungergefühl hören, natürlich, wenn man langsamer und präsenter ist. Das ist einfach toll. Ja, dann kommt es beim Fasten natürlich auch zu einer Gewichtsabnahme, das ist ganz klar. Der Körper verliert einfach ganz viel Wasser auch. Bleibt nicht aus, man isst nichts. Was mir auch aufgefallen ist, das stand auch im Buch, man verliert im Gesicht die Wasserpolster und dadurch wirkt man irgendwie so ein bisschen, ja, also da war nicht mehr viel da. Ich habe durchs Fasten insgesamt 5 Kilo verloren. Ich habe mich danach jetzt gar nicht wieder gewogen, da ist auch auf jeden Fall wieder was raufgekommen. Nach dem Fasten, wenn man wieder anfängt zu essen, ist es ganz normal, dass da wieder Gewicht draufkommt. Ne? Man isst einfach wieder, man füllt die Wasserspeicher wieder auf. Aber ja, während des Fastens verliert man schon einiges an Gewicht. Da muss man auch aufpassen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nicht länger als eine Woche gefastet, um eben einfach in einem gesunden Bereich zu bleiben, um das jetzt irgendwie nicht zu übertreiben. Aber falls man das Fasten irgendwie zu Beginn einer Ernährungsumstellung machen möchte und damit schon mal Gewicht verlieren möchte, ist das wirklich eine super Sache. Und eben einfach dieser Neustart, dass man eine komplett neue Ernährung aufbauen kann. Das ist einfach wirklich super. Und bei mir war das auch so, und das habe ich auch von ganz vielen gehört, dass man nach dem Fasten einfach ganz viel Lust auf gesundes Essen hat, dass man Lust auf Obst und Gemüse hat, ganz viele verschiedene Geschmäcker, weil das Obst und Gemüse einfach viel intensiver und besser auch schmeckt. Man einfach Lust auf frische und gute Lebensmittel hat, die dem Körper gut tun. Ja, und das ist auch eine ganz gute Sache. So, jetzt einmal, ist es mir schwer gefallen zu fasten? Tatsächlich muss ich sagen, dass es mir eigentlich nicht schwer gefallen ist. Ich habe mich davor nochmal wirklich mental gut darauf vorbereitet. Ich habe Podcasts gehört. Ich habe mir genau überlegt, was tut das Fasten für mich und meinen Körper? Warum möchte ich das machen? Was tut mir das Gutes? Und dadurch hatte ich einfach richtig Bock. Ich wollte meinen Körper entgiften. Ich wollte gesund ins neue Jahr starten.
Gerade auch, ich finde, Januar ist für eine perfekte Zeit, das nochmal zu machen oder allgemein Anfang des Jahres. Das ist super. Und ich war mental komplett da. Und was auch wichtig zu realisieren ist, finde ich, um das durchzuhalten, da sliden wir auch gleich schon mal in die Tipps rein, dass man sich klar macht, wenn ich jetzt einmal was esse, dann ist das Ding durch. Dann kann ich nicht mehr weiter fasten, dann funktioniert das nicht mehr, dann habe ich den Zirkel durchbrochen. Und deswegen kommt man, finde ich, gar nicht so wirklich in Versuchung, was zu essen, weil man weiß, dass dann, keine Ahnung, die 2-3 Tage oder so, die man schon geschafft hat, ja, dass die dann eben nicht umsonst waren, aber dass man dann einfach nicht mehr weiter fasten kann. Das finde ich nochmal gut, wenn man sich das klar macht. So, und jetzt zu den Tipps, wie man das durchhält und wie man das einfach packt. Also wie gesagt, am allerbesten hat es mir geholfen, mich zu informieren, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um eben zu wissen, warum ich das mache und wofür. Dann habe ich das hier mit meinen Eltern zusammen gemacht. Die Jungs sind tatsächlich auch noch dabei, die fasten noch. Obwohl, wenn das Video online geht, dann haben die, glaube ich, ihren ersten oder zweiten Aufbautag. Also die haben es noch ein bisschen länger gemacht als ich. Aber wir haben das alle zusammen gemacht und das hilft auch super gut. Man kann sich austauschen, wie geht's einem. Man sagt sich dann so, wollen wir uns jetzt zusammensetzen und einen Saft trinken. Und was eben auch hilft, ist, dass da nicht so viel Essen im Haus ist. Also mein Bruder war jetzt der Einzige, der gegessen hat, der sich da mal was Leckeres gekocht hat. Aber sonst war man nicht so viel mit Essen konfrontiert. Solltet ihr auch darauf achten, dass ihr in der Zeit jetzt nicht unbedingt in den Supermarkt geht, euch so viel mit Essen auseinandersetzt, einfach, weiß ich nicht, das Thema so ein bisschen außer Acht lassen und euch auf andere Dinge konzentrieren und euch Ablenkung suchen. Spazieren gehen hilft da total oder zu lesen. Ich muss sagen, ich habe mir aber auch ganz viele Rezepte angeschaut und die rausgesucht. So Essen anschauen, das hat mir dann doch viel Spaß gebracht, muss ich sagen. Ich habe auch an Essen gerochen, also das hat mir irgendwie auch sehr viel gegeben. Oh, das war der Hammer, kann ich euch sagen. Man riecht auch ganz intensiv. Also, wenn ihr da nicht anfangt dann zu essen, dann könnt ihr natürlich auch gerne an Essen riechen. Aber vielleicht ist es einfacher, das einfach nicht zu tun. Ich habe es aber getan. So. Und dann wirklich, gönnt euch Ruhe. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr fühlt euch schlapp, ihr fühlt euch nicht in der Lage, jetzt irgendwas zu tun, dann, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann legt euch gerne hin, macht eine Pause. Euer Körper hat gerade super viel zu tun. Der ist gerade in einer besonderen Situation und gönnt euch da die Ruhe. Seid nicht zu hart mit euch selbst und ja, seid da einfach, ne, passt auf euch auf. Und ach genau, was man beim Fasten eigentlich auch noch machen sollte, ist, dass man regelmäßig nochmal seinen Darm komplett entleert mit einem Einlauf. Da muss ich sagen, das habe ich nicht gemacht. Ja, eigentlich soll man das, glaube ich, alle 2 Tage machen. Ich glaube, es geht einem dann auch nochmal besser. Man fühlt sich fitter, weil dann wirklich gar nichts mehr im Darm ist. Aber ich weiß nicht, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es, ja, ne, nächstes Mal vielleicht. Aber genau, das kann man auch noch gern machen. Dann, ja, geht es dann bestimmt noch ein bisschen besser. Und jetzt zu den Infos, wie ich mich informiert habe. Also es gibt ein ganz, ganz tolles Buch. Das haben wir zu Hause. Ich habe es jetzt leider nicht hier, aber das heißt Wie Neugeboren durch Fasten. Ich kann euch das gerne mal in der Infobox verlinken. Da habt ihr ganz viele Informationen, warum Fasten gut ist. Dass es eben auch super interessant ist, dass der Körper Energie aus sich selber zieht. Also ich finde, oh, das ist so spannend. Und das bringt richtig Bock, das auch zu lesen und sich damit zu beschäftigen. Dann ist da auch ein genauer Plan drin für die Fastenwoche, was man zu sich nehmen sollte, was man da machen sollte, Spaziergänge, man kann noch so zusätzliche Dinge wie eine, ich glaube, es ist so eine Leberwickel oder so machen, all so eine Dinge, also wie neugeboren durch Heilfasten, ich packe euch das in die Infobox, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ist ein wirklich super Buch. Dann habe ich mir ein paar Podcasts angehört, habe ich jetzt gar keine speziellen, ich habe einfach mal geschaut, Heilfasten, was gibt es da für Podcasts, die ganz interessant klingen und habe mich da ein bisschen informiert und mich mit dem Thema beschäftigt. Und dann gibt es im Internet einfach auch noch super viel, wo man nachschauen kann. Aber ja, das Buch ist schon mal eine gute Sache. Genau. Ach, und was mir gerade noch einfällt, eine Sache, die beim Fasten oder wo man darauf achten sollte, einem ist super, super kalt. Man nimmt Kälte irgendwie viel intensiver wahr. Ich hatte auch ganz kalte Füße und da muss man darauf achten, dass man sich eben gut warm hält, wenn man spazieren geht, dass man sich nochmal doppelt so dick einpackt wie sonst. Ja, genau. Und ich glaube, dann habe ich mein Zettel jetzt hier gut abgearbeitet, habe eigentlich alles... Nein, Kosten habe ich vergessen. Ja, die Kosten, das ist nämlich auch ein Ding. Mich hatten auch viele gefragt, ob das nicht eher eigentlich eine Saftkur ist, weil ich ja Säfte getrunken habe. Ja, das Ding ist, der Unterschied zu einer Saftkur und Fasten ist eigentlich nur, dass diese Saftkur immer so beworben wird, dass das ja quasi ein Produkt ist, was man verkaufen kann und dass man fürs Heilfasten ja einfach
nichts braucht, außer Säfte, was zum Abführen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Deswegen ist Heilfasten eine super günstige Sache, wenn ihr euch mal überlegt, was ihr allein dadurch einspart, dass ihr eben nichts zu essen kaufen müsst. Würde ich eben auch darauf achten, dass ihr euch gute Säfte kauft. Bei den Säften ist es eben wichtig, darauf zu achten, dass die nicht mit Zucker versetzt sind, dass das natürliche Säfte sind. Und ich würde einfach im Biomarkt oder im Reformhaus schauen, was ihr da an Säften findet. Euch da auch gern beraten lassen. Es gibt zu den Säften auch verschiedene Funktionen und Wirkungen, was die auf den Körper auslösen können. Also da würde ich einfach mal schauen und da vielleicht auch gerne mal ein bisschen mehr investieren. Ihr spart euch das Fasten eh super viel Geld, also kauft euch da gute Säfte. Auch was ich jetzt ganz vergessen habe, Brühe natürlich. Man kann auch Brühe zu sich nehmen. Habe ich auch ein paar Mal gemacht, dass man einfach Brühe mit heißem Wasser aufkocht. Das schmeckt auch echt lecker. Ja, genau. Und das ist das Einzige, was man braucht. Deswegen ist es kostentechnisch echt günstig. Also ich glaube, man braucht so, weiß nicht, 3-4 Säfte, Brühe und was zum Abführen. Und keine Ahnung, ist man mit 20-25 € oder so dabei. Also das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und jetzt habe ich aber eigentlich alles beantwortet, was ihr mir an Fragen gestellt habt. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir natürlich gerne mal schreiben. Schreibt mir da gerne auf Instagram, da finde ich es immer noch mal ein bisschen leichter zu kommunizieren. Hier ist nochmal mein Account, könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren, das ist auch sehr gern gesehen. Und dann hoffe ich, dass das Video aufschlussreich für euch war, dass ihr da was mitnehmen könnt. Und ja, falls ihr jetzt auch bald anfangen zu fasten, wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück, ganz viel Kraft. Ihr packt das. Ich möchte nichts hören von wegen, ich schaffe das nicht oder so. Natürlich schafft ihr das. Ich wünsche euch ja, ganz viel Spaß und ein schönes Entgiften dabei. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz doll gedrückt und ja, ein dickes Küssen an euch alle.